As you all know, it's been 33 years of the CCC, and the debate on technology and politics has held a special place. Our first talk today is called Der 33 Jahre Rückblick, and it will be quite meta, as it will backtrack through the titles and abstracts from 1984 to today, analyze apparent patterns and turning points in the subject. To do so, we have Maxi Grass, who has a PhD, 4 master's degrees, and 3 bachelor degrees. He is... He's currently conducting postdoctoral research. He's interested in cybernetics, in the intellectual trajectory, and everyday practices of the human and natural sciences. Joining him is Mel, who has a background in computer science, a PhD in media studies, works in research in the intersection of technology, education, and the international development. A round of applause for Maxi Grass and Mel. Thank you. Es gab mal wieder keine Introduction für uns, aber wir heißen euch willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag der 33 Jahre Rückblick. Es macht nicht wirklich Sinn. Wir sind Siri und Mr. Bronze. Wir freuen uns immer über Feedback. Finden uns auf Twitter mit dem Hashtag #C3T. Wir haben es ein bisschen nicht übersetzt. Ich spreche jetzt einfach mal rein. Also wir wollten die Beziehung von Politik und Technik ansehen in den Talks des Congress. Und das ist ein Talk über die ganzen Talks, die es vorher gab. Ein Meta-Talk über Talks. Und warum sind wir daran interessiert? Weil natürlich da immer grüne Debatte ist auf dem Kongress zwischen den Hardcore-Techies und den Aktivisten, welche Politik, wie viel Politik im Kongress sein sollte, was ist interessanter oder langweiliger technischer Content, der präsentiert werden sollte. Gleichzeitig ist das auch eine klassische soziale wissenschaftliche Frage, eine sozialwissenschaftliche Disziplin, soziale und Technologiestudien, die um diese Frage der Beziehung zwischen Technologie, Gesellschaft und Politik aufgebaut ist. Was wir also gemacht haben, ist, dass wir vom Anfang an die ganzen Titel der Talks gelesen haben, kategorisiert haben und versucht haben, ein paar Ergebnisse rauszukriegen, die wir euch zeigen können. Auf dieser Reise haben wir herausgefunden, dass die ersten paar Jahre sehr schlecht dokumentiert waren. Wir gehen also durch verschiedene Archive und haben ein paar lustige Artefakte zwischendurch gefunden. Die würden wir euch auch gerne zeigen mit einem Video. Ein Teil eines Fernsehreports von 1985 vom 2. Chaos-Kongress. Das wird auf Deutsch sein. Das werden wir also nicht übersetzen. Chaos-Kommunikationskongress 85 in Hamburg. Die Europäische Hackerparty. Das Treffen für Datenreisende. Passfoto mitbringen. Eintritt für Mitglieder 20, für Private 30, für Presse 50, für Gewerbliche 100 Mark. Das schreckte nicht ab. Ja. Hier, Gerät anziehen. Vorübergehen. Hallo. Oh, geil. Die Kontrollen waren scharf. Der Feind lauert überall und heißt hier Ilp. Gemeint ist die Post. Von hier werden die Telefonleitungen verwaltet, die den Weg in die begehrten Datennetze und Banken eröffnen. Eine Art Datenreisebüro. Die Hackerbewegung ist von Natur aus informationsfreudig und produziert dementsprechend viel Gedrucktes. Hacken ist ein Hobby,
das viel theoretisches Wissen erfordert. Der Fortgeschrittene beherrscht die Computertechnologie, die Begriffe der Datennetze und verschiedenen Datenbanken. Er muss sich ständig weiterbilden, denn alles ist im Datenfluss. Das Hackcenter. Hier durfte gehackt werden. Ganz legal, versteht sich. Der Hacker braucht einen Computer, ein Telefon und eine Verbindung zwischen beiden, einen Akustikkoppler oder ein Modem. Nun kann er sich ins Datennetz begeben. Aber viele Hindernisse tun sich auf. Die Besitzer von Datenbanken und Großcomputer sehen es naturgemäß nicht gern, wenn Fremdlinge in ihre Systeme eindringen und vielleicht auch noch Schabernack darin treiben. Sie schützen sich mit Geheimnummern und Passwörtern. Die Überwindung dieser Hindernisse ist das eigentliche Ziel des Hackers. Die erkannten Geheimnummern und Passwörter sind des Hackers kostbarster Schatz. Dank der Zentrale nahm der Chaos-Kongress einen ziemlich geordneten Verlauf. Nahezu alle Veranstaltungen fanden statt. Und nahezu alle zu einem anderen Zeitpunkt als angekündigt. Is it all right? Internationaler Erfahrungsaustausch. Es ging um die alte Frage nach dem Sinn menschlichen Tuns. Hier also des Hackens. Wau sagt: Wir sind nicht wie angekündigt 5 Hacker aus 6 Ländern. Wir sind ein paar mehr. Wir denken, dass die Nationalität ohne Bedeutung ist. Wenn wir Ideen austauschen, sind die Ideen von Bedeutung. So schöne Sätze möchte man doch gerne einmal bei der UNO oder einem Gipfeltreffen hören. Die Hacker-Bewegung tut, bleibt sie bei ihren Idealen? Ich sehe keinen Grund, dass sich das ändert. Ja, wird es eine Bewegung werden, die vielleicht mal die ganze Bevölkerung ergreift? So eine schöne Utopie. So, wie haben die sich? So, we saw a glimpse of Wau Holland at the end. Wir haben also Wau Holland am Ende gesehen, einer der Gründer des Clubs. Das ist die Wörtercloud mit den ganzen Datasets. Sieht aus wie ein Haufen Technical Terms, aber im Kontext. Typischerweise kommen diese technischen Terms in diese politische Sprache über Nightmares auf der linken Seite. Über die Jahre haben wir gesehen, wie die Beziehungen sich entwickelt haben, was die internen Dynamiken des Chaos-Universums waren. Und vielleicht auch der europäischen Hacking-Szene. Aber wir waren auch interessiert daran, wie diese internen Dynamiken sich mit größeren sozialen Transformationen verändert haben. Zum Beispiel, ob es möglich ist, den Fall der Berliner Mauer im Kongress-Content zu sehen. Wir haben uns also eine, aber sehr offensichtliche, ein sehr offensichtliches Beispiel für unsere erste Runde Keyword-Suche gemacht, und das war für das Keyword NSA. Das könnt ihr vielleicht nicht so richtig die Jahre lesen, aber das fing in 2004 an, 2005 nochmal kurz und dann erst wieder in 2013. Und von anekdotischen Beweisen hätte ich jetzt gedacht, dass es da auch zwischendurch mal da ist. Da gibt es so ein bisschen eine, hab euch ja gesagt, Mentalität, die ich oft gehört habe, dass wir das schon immer wussten und das niemand zugehört hat. Wenigstens ist das von den Kongress-Talks und Themen nicht erschließbar. Wie Max Rieger das gesagt hat, waren wir auch interessant darin, darüber zu reden, mit Leuten zu reden, die auf vorherigen Talks waren, und mehr Daten zu kriegen und mehr Beweise. Vielleicht war das ja sichtbar in anderen Bereichen, aber vielleicht einfach nicht auf den Kongresspräsentationen. Wo haben wir die Daten her? Vor 1992 war es das Schwierigste.
Wir haben erst das Kongressarchiv versucht auf der CCC-Webseite. Das gibt's nicht mehr. Wir waren aber hatten genug Glück, das im Webarchiv zu finden. Ein anderes Archiv war das Datenschleuderarchiv, das leider auch inkomplett ist. Da gab es ein paar gescannte PDFs, die wir per Hand kopieren mussten. Zum Beispiel, das ist die Datenschleuder von 84, eine relativ komplette Schedule-Plan des Kongresses. Das war einfach genug zu kopieren. Da waren andere. Es steht auch, bringt euer Bild. Da waren noch andere, wie zum Beispiel das von 91. Das ist wieder ein bisschen schwieriger zu lesen, aber es war immer noch möglich. Es gibt auch kein Abstract, deshalb war das nicht immer einfach rauszufinden, worum es in den Talks geht. Darüber reden wir später. Und da waren Sachen wie dieser hier, was ein Bericht vom Kongress 1990 ist. Da gab es keinen Fahrplan und kein Schedule. Was wir also gemacht haben, ist, dass wir es gelesen haben und versucht haben rauszukriegen, ist das, worüber die Leute reden, ist es ein Talk oder ein Workshop oder ist es einfach ein Thema, das hochkam. Und wir haben versucht, zusammenzufassen, irgendwie einen akkuraten Fahrplan irgendwie daraus zu erstellen. Nach 1992 gab es dann immerhin schon das WWW, das World Wide Web, und die Ablaufpläne des Kongresses waren da auch in einem menschlesbaren Format hinterlegt, sodass wir die durchsuchen konnten automatisch, um die Talks, die Vorträge zu sammeln. Und natürlich haben wir da reguläre Ausdrücke für verwendet in diesem Prozess. Der erste war ein ASCII-Chart, den man sozusagen direkt im HTML lesen konnte. Nach 2002 gab es dann maschinenlesbare Dumps im iCall-Format und später dann auch XML, das am meist strukturierteste. Die haben andere Probleme als die vorherigen. Sie gibt es in unterschiedlichen Encodings und manchmal gibt es einen ganzen Abstract dabei und manchmal, bei manchen Jahren haben die kompletten Abstracts gefehlt. Also gab es da immer noch die Probleme, die wir im Code aufräumen mussten. Was wir auch benutzt haben, der Code, der den originalen Datenset generiert hat, und alle Codes, die wir benutzt haben, sind in diesem Repository zur Verfügung gestellt. Und wir wollen es in ein Open Science Framework migrieren oder eine ähnliche Webseite, damit man speziell Open Science damit betreiben kann, oder Wissenschaft, offene Wissenschaft, Forschung. Wie wir gesagt haben, haben wir natürlich versucht zu entscheiden, welcher Vortrag als technologisch angesehen werden soll und welcher eher politischer Talk verstanden werden sollte. Und wir haben noch andere Kategorien benutzt, um mit kontroversen Abstracts Abstracts einzusortieren. Also wir haben hier zum Beispiel 2307 Vorträge in komma-separierten Format. Wir haben drei Menschen gefragt, die einzusortieren, und wir möchten uns bedanken bei den Leuten, die uns geholfen haben. Wir haben nicht die Kategorien benutzt, die heute im Conference Tracks benutzt werden. Also die haben sich auch über die Jahre geändert. Und diese Kategorien reflektieren nicht unbedingt die Forschungsfragen, die wir gestellt haben, stellen wollen. Natürlich ist das meist diskutierte die Diskussion, wie wir Technologie von Politik unterscheiden. Und wenn man das kurz sagen möchte, dann können wir sagen, wir haben einfach angenommen, dass alles, was in den Kongress kommt, hat irgendwie was mit Technologie zu tun.
Also haben wir nach sozialem Einfluss gesucht, der nicht nur politisch war, sondern bestimmte Gesetzgebungen, Einfluss auf Gesetzgebung hatte und auch diese Gesetzgebung Einfluss auf die Gesellschaft hatte. Welche Schwierigkeiten traten dabei auf? Wie wir vorher gesagt haben, es gab ein paar Vorträge, wo wir nicht die Abstracts zu hatten. Die haben wir als nicht definiert genommen. Da gab es zum Beispiel einen Talk, der hieß THC++. Wir haben nur Spekulationen, was der Inhalt war. Wir wissen aber nicht, ob es wirklich technisch oder politisch war. Es gab auch ein paar Nicht-Talks, also wie zum Beispiel der Hacker Jeopardy oder Radio-Verbreitung oder Theater oder DJ-Sets. Die haben wir auch ausgeschlossen aus dem Tagging zwischen technisch oder politisch und haben die als keinen Vortrag markiert. Und dann gab es kontroverse Vorträge, um zu zeigen, dass diese Diskussion der Unterscheidung nicht immer einfach ist. Ein Vortrag hieß zum Beispiel, Objekte als Software, eine kommende Revolution, klingt erstmal technisch, aber in der Beschreibung sieht man dann, dass es eher darum geht, wie die Welt verändert werden kann oder wie man verändern kann, wie die Dinge gemacht werden oder Einflüsse, wie jeder Zugriff auf Technologie erhalten kann. Also schon eher sozial-politische Inhalte. Wir haben ein paar vorläufige Ergebnisse. Das heißt vorläufig, weil es nur manche Datensätze sind. Wir wollen mehr Menschen finden, um die Vorträge einzusortieren und die Datensätze zusammenzubringen, damit wir dann in den vorläufigen Daten gibt es Konsistenten, die wir gefunden haben. Konsistenzen. Es geht ungefähr 50-50, dass der Kongress sich mit Technologie und Politik beschäftigt, ein bisschen mehr mit Technik. Sieht es zumindest aus dem ersten Datensatz, den wir durchgetaggt haben, so aus, dass es ein bisschen technischer ist, aber es gab auch Inkonsistenzen. Zum Beispiel 2007 kann man sehen, dass die Anzahl an Vorträgen runtergeht und das war, es gibt keinen offensichtlichen Grund, wo das herkommt. Das liegt zum Beispiel nicht an der Anzahl sinkender Teilnehmer. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wenn jemand eine Idee hat, bitte sagt es uns. Das ist die Anzahl von Vorträgen über die Jahre. Und in den 88 und 87, glaube ich, haben wir keine Fahrpläne gefunden, sondern nur die Ankündigung des Kongresses. Und dann gibt es natürlich diese potenziellen Funde oder Dinge, die wir aus den Daten lesen konnten. Eins ist zum Beispiel, dass mehr Teilnehmer nicht bedeuten, es gibt mehr Vorträge. Was wir auch herausfinden konnten, ist, dass die Daten wirklich zeigen, was in Berichten geschrieben wird. In 89 gab es in der Datenschleuder ein Satz, dass es weniger politische als technische als soziale Vorträge gab und dies kann man hier in den Daten auch sehen. Da ist es erstmal so, dass Politik Technologie überholt. Das ist der zusammenfassende Graph. Wir sagen, da wird es eventuell Anpassungen geben, wenn wir die getaggten Vorträge dazu schauen, aber hier sieht es so aus, als ob erstmal technische Talks viel stärker waren, aber Politik jetzt aufholt. Welcher ist hier welcher? Der blaue ist der technische Graph, also technische Vorträge, und der grüne ist für politische Vorträge. Was wir jetzt entscheiden wollen, euch zu fragen, uns zu helfen, wieder den Code zu verbessern, die Talks zu kategorisieren. Ihr könnt Pull Requests ziehen für ein paar Talks oder debattieren, was schon da ist. Ihr könnt euch auch hinsetzen und so ungefähr 12 Stunden dafür ausgeben, einen Talk zu analysieren und eure Meinung dazu zuzufügen.
könnt ihr auch zu was anderem umgearbeiten mit der Datenbasis. Wäre zum Beispiel ziemlich nett. Das mit Konferenzen in den Vereinigten Staaten zu vergleichen, die angeblich mehr politisch sind. Und ich frage mich, wie das so läuft über die Jahre oder da drüben. Wir wollen auch über Leute reden, ein paar Archive rauszufinden. Anscheinend gab es mal eine offizielle Kongresszeitung auf der Konferenz und um 1989 gab es auch ein elektronisches Nachrichtenmagazin, das umkreiste. Und in der Datenschleuder 34 gab es auch ein legendäres Chaos-Archiv. Das ist aber unmöglich zu finden. Und vielleicht mit uns diskutieren und den Talk fortzusetzen in einem entspannteren Setting. Hier gibt es eine Diskussion morgen um 4 im Raum A2. Wenn ihr mit uns über die frühen Kongresse reden wollt oder über Politik und Technologie auf den Kongressen, dann kommt ihr dahin. Wie ich schon sagte, müssen wir sehen, wie diese Datensets miteinander, was die miteinander zu tun haben. Und dann haben wir 3 verschiedene Meinungen über jeden Talk. Dann haben wir einen weniger subjektiven Dataset, mit dem wir arbeiten können. Wir müssen auch Informationen von den fehlenden Jahren kriegen. Aber diese dumme Idee, die Talks in Technik und Politik zu teilen, ist nur ein erster Schritt, der erste Zugang zu dem Problem. Wir wollen eigentlich die meiste Zeit des Research-Projects an der qualitativen Seite befassen, mit Interviews, mit Fokusgruppen und so weiter. Die statistische Beweise sollen einen konsistenten Startpunkt für diese Fragen geben. Und dann können wir auch interessantere Fragen stellen, zum Beispiel wie Ideen über Politik und Ideen über Politik miteinander Technik miteinander zu tun haben und wie diese zwei Kategorien einander definieren. Und vielen Dank. Ihr seht unsere Kontaktdaten und die Slides sind auch online. Wir sind auch rechtzeitig pünktlich und können auch die Audience, das Publikum fragen, wer in den 80ern auf Kongress war. Da sind ein paar. Wir hoffen, dass ein paar von euch auf den Workshop kommen. Wir sind nämlich sehr interessiert daran, über diese Tage zu hören. Wir haben, wie gesagt, sehr wenig geschriebene Beweise über diese Jahre gefunden. Vielen Dank, eine Runde Applaus. We have a few minutes for questions, so please step up to the microphones if anybody has anything to ask or add. Yes, microphone one, please. Wir haben ein paar Fragen. Mikrofon 1, bitte. Vielen Dank. Meine Frage ist, ihr wollt diese Graswurzelkategorien des Kongresses nicht benutzen, um Talks zu kategorisieren. Das ist okay, aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie diese Kategorien sich gewandelt haben über die Jahre. Habt ihr da irgendwelche Informationen drüber? Nein, auf diese Frage haben wir uns nicht konzentriert. Was ich sagen kann, ist, dass es viele technische Vorträge gab, die die Gesellschaft kritisiert haben oder eine Kampagne vorgeschlagen haben oder einen Konflikt zwischen sozialen Gruppen aufgezeigt haben. Und natürlich haben die zum Beispiel, wenn ein Vortrag Firmware Security ist, dann wird es automatisch ein technischer Vortrag.
aber zur gleichen Zeit gibt es Vorträge, die im politischen Track waren, die eigentlich nur erzählt haben, was die aktuellen Gesetze sind, die unabhängige Sicherheitsforschung erklärt haben. Und solange das nur einen Überblick über die aktuellen Gesetze gab, ohne normative Meinungen oder ohne Reflexion, was das bedeutet, also in Sicht auf Frieden oder Privatheit, haben wir die einfach als technische Talks kategorisiert. Danke, Mikrofon 3. Ich spreche Deutsch. Das kann ich später übersetzen. Noch Fragen? Noch wer? Vielen Dank.